Ich wäre geil, wenn ich Cyrus heißen würde. Das würde jeder verwechseln, da würde jeder durcheinander kommen. Cyrus Paris, Cyrus Paris. Ja, das ist halt echt. Es gibt halt einen Pokémon Platin Charakter, der Cyrus heißt, deswegen da kann man auch echt durcheinander kommen. Ja. Oh, was ist da unten los? Oh, der hat aber. Stimmt, da war ja was. Upsi, Leute, ja. Ich hab ihn geslackt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Mach den Kumpel mal weg. Ja, ihr habt den, guck mal, ihr habt den Kumpel. LOL. Da hat man ein kleines, ne? Bin ich auch Teil, sag ich immer. Oh oh. Wow, wie hoch kannst du springen? Was? Als ob der hoch so springen kann? Entschuldigung, Alter! Verbrenn, du dumme Sau. Ja, läuft mit dir einfach, ja. Was war das denn, Alter? Als ob der so hoch springen kann. Nice. Ich will spielen. Bitte spiel mit mir. Flammen. Ja, seine dämliche Bühne die ganze Zeit da. Ups. Entschuldigung. Oh. War mal zügig, ja. Hm? Oder Badass Nomade. Da müssen wir anders vorgehen. Da packe ich die Shotty aus. Okay. Boah, da macht die Shotgun richtig Schaden bei dem. Guck dir das an. Ja, jawoll, Alter. Digga, das ist geil. Oh, ja, nee. Mann. Ein Sturmgewehr, kann ich das nehmen? Ein Sturmgewehr? Ja, nimm unbedingt. Ich glaube, was Waffen angeht, bin ich gerade sehr gut ausgerüstet. Gut. Was mache ich denn jetzt hier? Ja, brauche ich den vierten Slot für erstmal. Na, warte mal besser. Oh, nun, das wollte ich nicht. Das mal. Sturmgewehr habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung, glaube ich, gehabt. Nee, außer das eine Mal, jetzt noch gar nicht. So, bist du fertig? Ah, nee, du bist noch, okay. Ich bin. Achso, ja, lol, hier oben geht's gar nicht lang. Ein Stückchen Wasser. Oh, fuck. Wenn der. Jeder schlappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Mein Tod, lieber. Oh, der ist einer zum Goliath geworden. Ich weiß aber nicht warum, das war ich nicht. Oh, ja. Das ist ein Badass. Okay, Moment, da muss die Schrotflinte raus. Oh, er war geslaggt, sehr schön. Das ist wie im Film, Alter. Er jetzt. So. Oh, ja. Okay, komm. Das ist es. Das Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach Oh, Badass Psycho. Oh, das ist nice. Sehr schön. Oh Gott im Himmel! Ich kann mein eigenes brutzeltes Fleisch schmecken! Noch einer. Kann man. Achso, mach die Firehawk, mach die mit Feuer oder wie? Oh. So aus, ja. Oh. Was, warte, ich schieße ihn für dich an. Das hat zu bedeuten, dass wir so, jetzt müsstest du ihn kriegen. Danke. Sehr schön. Oh, Junge, der Teamwork heute ist richtig gut, ey. Ja, ey. Bestimmt. Da geht auch noch ein Pfad lang. Welcher ist jetzt der richtige? Ich glaube, so schnell haben wir es damals nicht, gemacht. So schnell, du. Ey, auf keinen. Der Pfad wäre der richtige. Aber vielleicht kann man den beiden ja mal nachgucken. Ja, eben, vielleicht. Oh ne, Jesus Maria, nee, oh Gott, dann bin ich hochgesprungen. Ja, aber ich werde auch hier angebrutzelt. Nee, danke, ich will nicht gebrutzelt werden. Ich will kein Brutzler. Meine Panzerung. Wie traurig du das hast, meine Panzerung, oder? Ja, so richtig, so richtig depressiv. Meine Panzerung. Hier, da sollten wir nicht runterfallen. Oh. Jetzt sind wir im Video. Oh. Spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist Voll. Der Sound des Fortschritts, Baby. Nee, eigentlich ist es nur ein Sound des Bohrers. Ja. Ich spende meine Organe nicht. Ich mag meine Organe. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus. Ich hatte letztens so einen Clip gesehen, wo Batman Depression hat. Gibt es so eine Comic-Folge, wo Batman Depression hat? Ich wusste das so lustig. So vorgestellt, Batman hat einfach Depression, ist ausgebrannt und Gotham brennt einfach. Batman so, nö. Ich hab Depression. Nö. Leider nicht mehr. Geht nicht mehr. Kümmert euch um einen anderen Scheiß. Oh, da hinten ist es.
Ja, das ist eindeutig Lilith, das sieht man. Lilith, ich bin noch Single, interessiert? Also. Junge, das ist dein Frauengeschmack, Digga? Ich hätte eher Angst vor dir. Ja, deswegen. Also ich will ja jemanden haben, von dem alle Angst haben. Schön krass. Ja, moin, ne? Moin. Hi. Und sonst so? Hallo! Nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich dachte Schwächling. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Ja, meine Süße. Ich will ja mit dir auch zusammenkommen, deswegen muss ich das jetzt machen. Ich weiß nicht, ob du ihr Typ bist. Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? Nee. In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Ja, also, wenn du mit mir zusammenkommen möchtest, würde ich dir was besorgen. Darf ich den Rest behalten? Gut. Lassen wir das. Ich hab doch bei der kein Glück. Man muss es ja versuchen. Ja, das ist das Zeug. Gibst okay. du es mir? Mhm. Danke sehr. Ja, kein Ding. Ist da. Das sieht ungesund aus. Aber. Ah, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. Bist ja voll klein. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Ja, du bist aber nur sehr groß. Ist die klein. Fischentür 3, auf sie! Oh. Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Für mich? Was tust du? Oh, ja, nicht schlecht. Oh, die ist gar nicht mehr schlecht, die Pistole. Gut. Dann konnte man die nicht im ersten Teil spielen, Lilith? Ja. Da muss die Shotgun ran. Nein, da muss nicht die Shotgun ran, da muss meine Säge ran. Alter, du machst das sehr gut. Danke. Badasses. Badasses. Egal. Vielleicht Arsch. Ich liebe dich, Junge. Nee, also, nee, du bist nicht mein Typ. Tut mir leid, Kleiner. Doch, es ist vorbei. Ach nee. Was schießt denn hier rum? Bisschen helfen, bitte. Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ja, ich seh's. Ja, jo. Ja. Muss ja, ne? Danke. Okay. Guter Schuss. Du musst jetzt aber nicht für jeden uns Begriff wünschen, tatsächlich. Nicht jetzt bei jedem sagen. Ey, ich wüsste. Wir wissen, was wir können. Dankeschön. Mein Gesicht! Mein Gesicht? Ach, das ist ein Gesicht jetzt auf dem Kopf. Achso, das wusste ich nicht. Das müsst ihr beischreiben müssen. Ja. Oh, hi! Ich dachte irgendwie auch, du wirst übelst mächtig. Aber gut, irgendwie ein bisschen. Ich geb dir Deckung. Zwei Better Psychos auf einmal? Das ist ein bisschen frech. Leute, oh, was? Noch ein! Ah, ich seh schon. Oh Gott. Ich liebe dein Blut. Ich bin da mal weg, DE. Ja. Ey, bleib hier. Kriegst du ihn? Ach, shit. Das war ein zu viel. Warte, ich helf dir. Weiß ich irgendwie. Ich bin das nicht gewohnt, was ich da gerade empfinde. Ich bin das nicht gewohnt, was ich da gerade empfinde. okay. Das lass ich mal unkommentiert im Raum stehen. Nice.
Muss ich so bei der nächsten Arztuntersuchung mal sagen. Einfach so um. Das hat Spaß gemacht. Peinliche Stille aus. Oh, yes. Bin ich ziemlich nee, die will ich nicht. Iridium Nugget, das möchte ich haben. Iridium Nugget, cool, für mich, geil. So, für dich. Ja, das Schritt ist Nugget. Das Zeug. Gibst du es mir? Ne. Ungern, aber ja. Aber sehr ungern. Danke. Ja. Muss ja sein. So. Bist du jetzt eigentlich größer? Nee. Hätte noch Hoffnung. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend. Dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Ach, du hast schon einen Freund. Okay, gut, das ändert die Lösung. Mit Freund meinst du Freund, nicht naja, Freund, Freund. Ex-Freund. Ah, okay, so wie dazu. Okay, gut. Sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still. Ich kann dich dort auch weiterhin beschützen. Also, okay. Gut. Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Wow. Sorry, ich bin noch. Jetzt bin ich runtergefallen, perfekt, das danke. Ich nicht. Daran, dass es im Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen cool aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Danke. Also jetzt keine selbst zu Fuß hingehen. Was ist das denn für eine blöde Kuh? Da bin ich schon wenigstens näher dran. Gibt's noch geile Waffen? Also Scheiße. Da lag nur Mist rum. Ja, die Zielgenauigkeit, das nehmen wir mal mit. Oh gut, meine Zielgenauigkeit habe ich ja mitgenommen. Du willst ja nicht reisen, oder? Wieso kannst du da reisen? Nee, ich glaube von hier nicht. Dann renne ich jetzt einfach weiter. Hast du damals Lilith gespielt im ersten Teil? Boah, ich weiß gar nicht mal, wenn ich im ersten Teil gespielt habe. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich müsste auch mal eine Sirene spielen. Ich glaube, im dritten Kampf kann man auch eine Sirene spielen, oder? Ja, ja. Die habe ich damals gespielt in Borderlands 3, die fand ich ziemlich gut. Ah, die hast du damals gespielt. Ich weiß nicht, ob du die siehst. Die hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Oh oh. Ach, Ärger. Ups, war ich das etwa? Entschuldigung. Mein Charakter schnauft wieder. Als ich ihm gerade einen Headshot gedrückt hatte, hat sie immer so gelacht, so geil, Alter. Ist halt cool, wenn eigentlich so ein total Emotionscharakter dann immer so Emotionen zeigt, so. Geil. So. Gott, bin ich froh, dass es in Borderlands keine Fallschaden gibt, das ist echt schön. Schmutz. Das wollte ich nicht, fuck. Die Qual der Wahl nagt an meine Gehirnlappen. Die Qual der Wahl nagt an meine Gehirnlappen, Alter, wie geil. Ich feier den Typen. Er ist ein guter Charakter. Ja. Sehr unterhaltsam. Und er scheint doch ziemlich gut zu spielen. Ja, das ist gut. Aber er sieht einfach wie ein Stalker. Das stimmt. Alter, müsste ich die Sounds aufnehmen und du nachts im Park mal abspielen, also du ganz laut. Einfach so, mal gucken, was soll denn ja da machen? Ich geh da nicht lang. Nee, das muss nicht sein. Oh ja, die ist ja nicht schlimm. Das ist ja mehr meins. Mit ohne Visier wieder. Ja. Ah, ist der hat die hochgesprungen? Ich glaube, es hackt. Warte. Wo springen die bitte manchmal hin? Ah, okay, die hat nicht so eine große Range. Aber ich glaube, ich nehme. Ich glaube, eine gute SMG kann besser sein als eine Pistole. Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Umstände an. Da ist was Blaues gedroppt. Oh, das ist ein Skin, ja, okay.
Ich meine, gut, weil ich ja mit Sniper natürlich für die Fernkampf ausgerüstet bin, fehlt echt noch ein Sturmgewehr. Erwin. Ben. Er ist geplatzt, vermut. Ich hab ihn aber seinen. Den Tank weggeballert. Nice. Das war ein Header. Die arme Sau. Oh nein. Verbrenn, du Sau. Badass Goliath. Spider-Man-Ritter, ne? Das war Spider-Man-Ritter, nicht Spider-Man. Spider-Man, Alter. Spider-Man. Gut, ich hab sie wie Spider-Man. Spider-Man. So, Schnauze. Oh, da ist immer noch der Badass Goliath, Vorsicht. Ich schneid dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen kannst. Ich schneid dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen kannst. Super! Das war ein super Badass Goliath. Warte, lebt der noch? Nee. Ich glaube, ich hab da einmal aufgeräumt. Ja, sieht so aus. Alter, ich schneide dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zugucken kannst, ey, das... Hat er das gerade gesagt? Ja. Digga, der Typ ist ja der Hammer. das feier ich, ja. Ey, was für ein Genie, ey. Ding, ein richtig Serienkiller-Thriller können wir aus dem machen, ey. Ja, das ist so ein richtiger Psycho halt wieder, wie die Klasse schon sagt. Ach, geil, ey, sowas liebe ich. Was für ein verdammter Assi, Alter. Ach ja. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Dr. Z, man kann nur bei dir kaufen, weil es ist so eine Monopolstellung. Das ist absolut korrekt, ja. Psycho, Nahkampfschaden plus 16%, ja, da sehe ich mich als Psycho doch, Oh Gott, sagen, das klingt sehr gut. Wie macht man das denn hier? Das ist, glaube ich, der obere rechte Slot von diesen vier übereinander da, unter den Waffen. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Klasse Mod Fleisch, Gesundheit plus 2,3, aha. Das 2,3 ist halt gar nichts, dann kannst du halt wirklich auf den Nahkampfschaden gehen. Das ist ja für deinen Charakter ja richtig stark. Moment mal. Bessere SMG als die? Ja, habe ich gleich. Dann sag mal Bescheid, wenn du fertig bist. Ich verkaufe dann drüben. Warte, ich könnte ja auch noch verkaufen. Stimmt, verkaufen, vergesse ich nicht. Man braucht eine Approbation, wenn man Stil hat. Ja, das braucht man schon. Also ein Arztabschluss, das ist schon ganz praktisch, du. Diese lila Waffe wolltest du nicht mehr haben mit 4 Schuss. Nee, die mochtest du auch nicht, ne? Nee. Nee, das war nicht meins. Weg damit. Blaue, nee. Die behalte ich an. Nee, die behalte ich auch. Die behalte ich gleich an. Die okay. Kommt weg. Ja. Versuch nicht zu sterben. Muni gab's hier nicht, ne? Doch. Lass mich wenn dir etwas ins Auge fällt. Möge es dir helfen, also wenn mir irgendwas ins Auge fällt, ne? Das wird, glaube ich, wehtun. Ja, jetzt bin ich bei. Ah, nee, warte, wir können auch schnell reisen. Wir müssen nicht darüber reisen. Wir können auch schnell reisen. Ja, dann rein da. Freenfort, ne? Ja, hier, Freenfort Divide. Nee, Freenhorse Divide. Ah, keine Ahnung. Freehorns Divide, ja. Ey, das ist wieder das Gebiet bei Sanctuary. Sehr gut. Das Ding, wo wir immer durchreisen. Ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Okay, kriegen wir hin. Mit einem Gefährt macht man nichts verkehrt, sag ich immer. Das hast du tatsächlich noch nie gesagt. So, vielleicht schon mal, als du nicht zugehört hast, vielleicht mal. Oh Gott. Das kann natürlich sein. Oh, wir haben Gesellschaft. Jawohl. Da. Wie der da drin sitzt, wie so ein Kannibale. Oh, ihr Nebenquest. Ja, kein Zimmer frei. Stimmt, die haben auch noch kein Zimmer. Ach, die haben voll vom Vergessen, die Nebenquests. Wir haben einfach ganz leicht erst die Hauptquests gemacht. Genau. Oh, ja gut, dann. Aber kein Zimmer frei. Aber ich möchte doch hier bei Happy Big, wo ich schon immer mein Zimmer haben.
Happy Pig Motel, okay. Happy Pig. Alter, ich kann kein Englisch aussprechen, ne? Ja, stimmt, übrigens heilt es echt nicht. Nur wenn du Bescheid wisst. Catch a Job. Schnauze, Alpha. Die Nachricht beginnt. Was? Die Bloodshots töten uns! Ups, war ich das einfach? Ausgezeichnete Nachricht endet. Du hast das Happy Pig Motel gefunden, was? Ja. Die Bloodshots haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Oh. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten.